Erstens, warum auch Mann Harriet? Und wieso hat er sich wirklich dafür ausgezogen? Wieso? Sag mal, geht ihr jetzt schon zusammen duschen oder was? Was ist das hier? Wird das Film oder was? Oh mein Gott. Ich muss ja noch die Hummus-Baguettes essen. Durch. Was tue ich? Weil normalerweise ist der Teaser ja immer pünktlich, ne? Der wer? Der Teaser. Ach Gott. Der ist gerade nackt duschen mit Marc. Den Spitznamen durch. Oh Gott. Ja, stellt keine Fragen, Gott. Bitte. Stellt bitte keine Fragen. Aus dem Badezimmer und das ab und zu so. Andreas, das ist unsere Gott. Chance für ein peinliches MD-Foto für unsere Kollektion. Ja. Okay, ich tue es. Viel Spaß! Oh Gott. Stellen die sich jetzt auch noch nackt mit in die Dusche, oder nee, was? Nee, machen Fotos. Mach den Fotos von sowas, kann ich überhaupt nicht verstehen. Wenn Peter möchte, wäre beim MD, dann hätten wir auch ein paar Bilder. Das wäre schön. Apropos, warte mal. Habe ich ein Bild gekriegt heute? Sonst wäre ich sehr enttäuscht. Nein. Ich habe aber auch nur noch ein schlechtes. Wie? Aber ich möchte nicht, dass du enttäuscht bist. Keins von deiner Bilder ist schlecht, du bist drauf. War jetzt irgendwie sehr süß. Das war ernst gemeint. Muss ich erstmal gucken, welche ich dir schon geschickt habe. Nehmen sie nochmal, alle. Bitte nicht das, was du mir geschickt hast. Soll ich dir alle schicken nochmal? Ich nehme alles, das ist die pure Power. Ich nehme alles. Ah, okay. Meine Herren, Andreas, da brauchen wir zwei große schwarze Balken. Alter, oh Gott. Oh, seid ihr alle glücklich? Kann ich mal aufstehen? Ah doch. Ja, absolut. Ey, was ist das hier für ein Sarkasmus? Okay. Ich mach. Was? Oh, jetzt mal. Ich will hier keinen Sarkasmus mehr. Für 67, komm. Ich hab verstanden. Lass uns kommen. Das 67, wird schön. Parker in Dienst. Nochmal Sarkasmus? Das ist ja schon der zweite Strike. Oh, Oma haut gleich wieder sein Paddel raus. David. Nein, hat die irgendein ein Problem damit? Womit? Zusammenlegung? 67, ja. Check Ende. Warum? Habe ich schon John gesagt. Gut, ich bin nicht John. Perfekt. Wäre auch schade. Wo liegt da ein Problem? Oben. Oh. Wo kann man da ein Problem sehen, anstatt dass man das als Chance sieht? Können wir gerne unter vier Augen besprechen. Ja, wieso? Wir können es auch in einer Runde besprechen. Wo ist das Problem? Ich reiß hier keinem den Kopf ab. Dass gewisse Leute da auf der Strecke bleiben werden. Das muss ich erstmal alles finden. Das wird Zeit benötigen. Und es soll ja auch, soweit ich weiß, jeder seinen Posten und seinen Rang behalten. Genau. Alles gut, Kassen. Geht's mir gar nicht. Es geht ja darum, ich muss nur jetzt meine Pflicht erfüllen. Halt im MD drei Mikroklima hat. Und ein Foto verschicken. Was die Chance geboten hat, jeder Persönlichkeit ein mögliches Plätzchen zu finden. Was du jetzt halt nicht hast. Nur das, dass es jetzt ein Standort ist, kommst du entweder damit zurecht oder nicht. Davor hattest du noch die Chance, dich in einem anderen Department zurechtzufinden. Ja gut, du hast ja aber mehrere Stationen da. Ja, aber du hast drei Stationen. Ist es Moment, das um das einmal nachvollziehen zu können. Was heißt zurechtzufinden in einem anderen Department? Mark? Wie meinst du das? Ja. Komm mal. Harriet? Ja, Leitstelle von MD 51. Bist du auch schon eingeladen? Leitstelle hat kommen. Dritter 12, da meinst du? MD 51. Ja, klar, ich bin auch eingeladen. Ach, du bist Fahrzeug. Ja, super. Ja, dich gibt's gar nicht. Ja, ich bin auch eingeladen. Ciao, ciao. Check. Sehr schön. Gott, ich will schon, nicht schon wieder draußen gehen. MD 3, Staffel 2. Wir fahren wieder für nach. Für wen? Für Markus oder nee, Leonora? Leonora. Check. Okay. Es ist aber das einzige. Weißt du, wer Trauzeuge von Markus ist? Schritt zu gehen. Und für diesen Schritt war ich schon. Lass uns mal ganz kurz von dieser Runde weg, das ist eine unangenehme Stimmung. Es hat jeder zwei Trauzeugen. Echt? Es hat jeder zwei Trauzeugen? Also Nami ich und sagen, ich sind's für Leonora. Und Mark und John und wen würde ich denn noch tippen? Wen würde ich denn dann noch tippen?
Ist relativ einfach, aber wenn du nicht weißt, dass es sie gibt, dann... keine Ahnung. Sag mir. Ella ist seine beste Freundin. Ah, seine beste... Ja, stimmt, die habe ich schon mal gesehen. Genau. Ja. Und es gibt zwei Trauzeugen. Ja, da habt ihr wenigstens schön den Junggesellenabschied, könnt ihr dann wenigstens schön planen. Mhm, super. Die Leitstelle von der 72. Ich plane mit Nami einen Junggesellenabschied für Leonora. Das wird eine absolute Katastrophe, Carsten. Ranger 1, die 06 und die 07 verlegen einmal eine absolute Katastrophe. Und Dom ist der Weddingplaner. Ich gehe kaputt. Okay. Ich will komplett krachen. Naja. Wann ist bei dir soweit? Schnauze. Naja. Irgendwann wirst du wohl die Entscheidung treffen müssen. Nee! Nee? Nee! Nee? Nee, niemals! Okay. Niemals, Carsten. Eventuell habe ich ihn heute gefragt, aber niemals. Was hast du? Nein, nicht. Wieso kommst du immer in diesen Momenten, John? Das ist unglaublich. Wirklich. Carsten, du hast ein Timing. Carsten. Das ist der Wahnsinn. Carsten, was kann ich für dich tun? Sie hat gesagt, der Brief ist der Oberhammer. Okay, wirklich? Oder mir hat sie auch, gesagt, dass ich habe gefragt, auf einer Skala von 10 bis ja, hatte sie Herzinfarkt gesagt. Okay, so hat sie es mir jetzt nicht gesagt. Ich glaube, John übertreibt, aber sie fand den Brief sehr süß. Soll ich sie herholen, dass sie das bestätigt, wenn ihr mir meine Worte nicht glaubt? Nein. John, wie peinlich möchtest du es für die beiden machen? Sie geht auch wenigstens mit mir noch auf Tour. Also kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Sie hat mir gesagt, vielleicht. Und damit kann ich erstmal leben. Okay. Ihr beiden Invaliden hier, ne? Könnt ihr euch mal beide ein bisschen beruhigen, bitte? Ich bin die Ruhe in Person. Ja. John, du machst alles immer nur schlimmer. Ich hoffe, dir ist das bewusst. Frisch verlobt, ich hab jetzt Alter, auch hab ich dir nicht gerade gesagt, dass du es nicht rumposaunen sollst? Was? Ich weiß es doch. Ja, aber weiß du... er aber nicht. Ja, natürlich weiß ich, dass Carsten das weiß. Carsten weiß immer alles. Carsten ist die Dramatik. Ich hab es Carsten vor 2 Sekunden gesagt, Alter. Was siehst du? Timing, gib mir 10, Carsten. Yay! Okay, ich sag's euch jetzt beiden nochmal in dieser Runde. Ich möchte entscheiden, wer das weiß, nicht ihr. Ja, ich werde es niemandem weiter sagen. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich. Weiß es Claire? Nein. Okay. Dann nein, wird sie es auch nicht wissen. Ich bereits für mich. Gut. Ich werde es einer Person noch sagen, ja? Wem? 01. Das kann ich auch selber machen. Wollt ihr noch mit mir sprechen heute? Ich werde nichts sagen, das verspreche ich dir. Ich weiß auch, worüber sie mit dir reden wollte. Ja, das klingt jetzt wiederum nicht mehr wie ein gutes Gespräch mit Amalia. Gestern klang das wie ein okayes Gespräch, was wir da führen wollen. Jetzt klingt es nicht mehr wie ein okayes Gespräch. Das ist ein absolutes gutes Gespräch. Gute Gespräche. Wir haben so viele gute Gespräche im Moment. Ach Gott. Worum geht's? Hätte ich wieder diskutiert. Du glaubst gar nicht, wie sie mir gerade den Kopf dröhnen. Ja doch, wie du so umschwankst, macht es mir auch ein bisschen nervös. Hat noch jemand einen Mondschein da? Mondschein im Kühlschrank. Da fragst du den Falschen. Ja, ich habe so ziemlich alles im Kühlschrank bei uns zu Hause. Ich weiß nicht warum. Ah, guck mal, wo wir gerade von der 01 reden. Ist ja der Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja. Da fällt sie direkt um. Hallo. 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 Bevor John es tut, weil ich keine Chance mehr dazu bekomme, weil John eine Drahtstante ist. Ich habe mich eventuell verlobt. Ich weiß nicht, warum er der Meinung ist, dass du das wissen musst. Warte mal. Ich weiß gesagt, du willst nicht heiraten? Ich will auch nicht heiraten. Warum verlobst du dich denn? Deswegen hat sie auch einen Antrag gemacht. Du hast ihm den Antrag gemacht? Ja, ich habe ihm den Antrag gemacht. Okay, also das ist sehr süß auf jeden Fall. Ich finde, Frauen sollten häufiger die Initiative ergreifen. Wir leben in 2022, Mann. Genau, und auch den Männern mal einen Antrag machen, ne, John? Ich wollte gerade sagen, wenn eine Frau was will, kann sie es ja auch holen. Genau, John. Was? Was? Machst du irgendwie jetzt einen Antrag? Nee. Ich dachte schon. Gott, Sven. Ich wollte gucken, ob... Also, wie so die Beschaffenheit von seiner Hose ist, damit ich weiß, dass ich mit dem Schlagstock ihm direkt die Kniekehlen wegkicken kann. Was zum? Okay. Sofern er wieder gesund ist. Lass dich kein Kingshaming. Wir müssen Redebedarf. Jo, dachte ich mir. Also, ich bin jetzt nicht hergekommen, hab mit einem entspannten Abend gerechnet, sag ich ehrlich. Nee, gut. Ich hab's gemacht. Harriet, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Glaube ich. Weiß noch nicht genau. Mal gucken. Okay, wenn ich es in meinen Beileid dann sag Bescheid. Ja, dann sag ich dir Bescheid. Dann kaufe ich eine neue Karte dann. Danke. Check. Okay, ich gehe mich mal umziehen und ja, so. Ja, geh dich mal umziehen. Ich komme mit. Mach das. Ja. Du was? Gerade. Aber ich finde das sehr gut, dass du den Schritt gemacht hast. Und das ist auch der richtige Schritt. Ah, weiß nicht. Mal gucken.
Weißt du, was, glaube ich, ein Riesenfehler war? Nicht ihn so gefragt zu haben, sondern John gefragt zu haben, ob er mein Trauzeuge sein möchte. Ich glaube, das war ein Riesenfehler. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte irgendjemand anders nehmen sollen. Irgendjemand auf der Straße fragen, den ich nicht kenne. Entschuldigen Sie, wollen Sie mein Trauzeuge sein? Das wäre tausendmal besser geworden als mit John. Ja. Oh, scheiße, jetzt habe ich ihn aber schon gefragt. Jetzt kann ich es nicht zurücknehmen, oder? Nee, das macht man nicht. Fuck. Aber es wäre auch irgendwie cool, weil Dom würde 100%ig Nami nehmen und dann ist das quasi Reverse, weißt du? Okay. Ja. Und wir haben uns ja nur durch die Hochzeit von John und Nami kennengelernt, nur weil ich da drauf war. Leitstelle, das ist schon irgendwie süß. Ja. Leitstelle, das ist schon irgendwie süß. Ja, irgendwie schon. 25 bitte vom RTW 3 runternehmen. Ah, ihr kriegt das hin und ihr seid ein super Paar und checks, das wird schon gut. Und mit den Trauzeugen habt ihr jetzt auch nicht unbedingt die schlechteste Wahl getroffen, ne? Ah. Nein. John will sich für die Hochzeit absprechen. John wird dich aber leiden lassen, das wollte ich gerade sagen. Ja, sowas von. Werd sterben. Gott. Du wirst wahrscheinlich irgendwie auf die Engine geschnallt und durch die Straßen gefahren. Ich werde wahrscheinlich einfach am nächsten Tag nicht mehr fähig sein, heiraten zu können. Nein, das tut der Dom nicht an. Das tut der Dom nicht an. Nee. Aber Claire hat zumindest gesagt, vielleicht. Und sie war auch vielleicht gerade mit zum Auto kaufen. Also, ja, das so schlimm war es ja nicht. Carsten, ich hätte dir das nicht gesagt, gib ihr mal den Brief, wenn ich nicht voll. Also ich hab's doch vorher abgetastet, Carsten. Ja, ja. Ist doch alles gut. Ich hätte ihr das nicht gesagt mit dem Brief. Ja. Wenn er nicht was bewegen könnte. War ich trotzdem aufgeregt. Ja. Und ja. Ich hab das schon vorher abgecheckt, Carsten. Ist gar kein Problem. Ja. Naja. Aber wir verstehen uns auch sehr gut. Ja, das merkt man ja auch. Ja. Sonst hätte ich mich da ja gar nicht reinziehen lassen, wenn ich gemerkt hätte, so. Die Gerüchteküche kocht hier eh schon hoch. Carsten, das kannst du überhaupt nicht verhindern. Ja. John wird auf jeden Fall safe allen sagen, dass ich verlobt bin. Ja, 200%. Von mir wird es keiner erfahren. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen unter Druck und muss es eigentlich vorher machen. Naja, schreib's ans schwarze Brett oder in Wienet. Ja, nee, das macht John wahrscheinlich gleich. Oh Mann. Ja, aber du bist mit ihm befreundet. Ja. Damit muss man rechnen. Ja. Du hättest es ihm am besten gar nicht verraten sollen. Es ist halt schwierig, ihn zu fragen, ob er mein Trauzeuge werden möchte, wenn ich ihn nicht verrate, dass ich heirate. Schwierig. Das ist wohl schwierig, ja. Naja, aber herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und ich habe mich daran gehalten, dass mein Trauzeuge tatsächlich der Erste ist, der es erfahren hat. Also abgesehen natürlich von Dom jetzt. Ja, ja, das wäre jetzt natürlich auch blöd gewesen, wenn er dann Nein gesagt hätte und du hättest schon Trauzeugen und so. Also die Reihenfolge muss man schon einhalten. Hm. Aber ich bin glücklich. Und du bist auch glücklich, dann sind wir heute mal alle glücklich. Hm. Schön. Na, jetzt darf ich es nur nicht versauen. Ich mache einfach so weiter. Einfach, ja, genau. Einfach ganz so weiter, wie es bis jetzt war. Ich habe ihr auch gesagt, mit einem vielleicht kann ich leben. Richtig. Und wir gucken einfach mal, wo es hinführt. Richtig, ganz entspannt. Das ist meine Abteilung. Das ist das Wichtigste. Ganz entspannt bleiben ist das Wichtigste. RTW genau, und weiter Status so machen, wie ich bisher war, ihn nicht verstellen und... Check. Ja. Könnte auch sein, dass ich noch einen Strauß Blumen im Auto habe. Ah, Carsten, was genau an ganz entspannt hast du jetzt nicht verstanden? Ich habe ihr den ja nicht gegeben. Beruhig dich. Scheiße, ich brauche auch noch Blumen. Wenn das nächste Mal ein Police-Heli landet, soll ich nämlich Blumen aufs Dach stellen. Den hat mir Cruz auf die Hand gedrückt und hat gesagt, hier... ja... Im Spind? Braucht rote Rosen. Die hat er. Perfekt. Musst du mal mit ihm sprechen. Er hat jetzt auch neue geholt, weil er hat irgendwie bei Amalia Blumen ins Büro gestellt. Wusste Dimitri, wenn wir ihn brauchen. Keine Sorge, der wird dieses Familienglück hier noch auseinanderreißen. Ja. Hat er gemacht. Hat er gemacht, ja. Hat er mir zumindest hat er gemacht, gesagt. Ja. Ach, hast du gemacht? Nein, natürlich nicht. Habe ich mich da hingestellt und 48 Rosensträuße auf dem Helikopter verteilt. Nein, er hat heute welche bei Amalia ins Büro gestellt. Süß. Warte mal, ich dachte, das geht nicht innen drin. Das ist ja frech. Wie geht das oder was? Das keine gemein. Ahnung, er hat mir das gesagt. Ne, GCC. Egal. Ja. So, dann muss ich nachher Claire ins Bett bringen und dann muss ich mich nochmal auf den Weg machen. Wohin? Tyranuts. Achso, wir sind halt tunen. Nicht tunen, aber das Aussehen muss verändert werden. Das sieht total hässlich aus. Verstehe. Ach, hast du einen gebraucht gekauft, oder was? Ja. Oder sieht er von Anfang an so hässlich aus? Ich weiß es gar nicht. Ich habe den einfach gekauft. Ich habe mir Bilder angeguckt und ich fand, ich habe das Auto nicht mal Probe gefahren.
Ich hab den einfach gekauft. Ich kaufe Autos nach. Was? Ich kaufe Autos nach dem Aussehen. Ach ja, stimmt, ja. Du weißt ja, das doch. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Ich guck doch nicht, was, ja, die, was die fahren und ist ich mir eigentlich mich egal. Ich kaufe Autos nach dem Aussehen. Mhm. Ja, eine Familienkutsche. Das sollte auf jeden Fall kein Zeichen sein. Wie gut, dass ich das vorher gesagt habe, bevor ich den Brief übergeben habe. Ich glaube, das wenigste liegt an Santiago. Ich will gleich Familienplanung machen. Ich glaube, das wenigste liegt am Herrn in Santiago. Irgendjemand hat es einen Dauerfunk bei mir. Ich bin okay. In keinem Funk. Ich bin ja nicht eingestellt. Dauerfunk. Oh, warte, ich krieg einen Anruf, Moment. Ja. Hey, Allison. Hey, Harriet. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie es dir geht. Ja. Den Umständen entsprechend, ne? Ja, okay. Ja, es klingt ja schon besser als gestern tatsächlich. Klingst nicht mehr ganz so auf Drogen. Ja. Ja, jetzt nur noch das Normale quasi für die nächsten Tage, ne? Ja, mach mal. Ja, ich und Raul, wir fahren weg. Wie weg? Ja, wir gönnen uns zwei, drei Tage Auszeit. Ach so, das ist doch super. Ja, das ist doch schön. Bis dann. Ach ja, das gönnt euch auf jeden Fall mal. Nur, dass du dich nicht wunderst. Nö, alles klar. Na? Das gönne ich euch auf jeden Fall. Genießt die Zeit zusammen. Ja. Das braucht ihr, glaube ich, mal. Finde ich eine gute Idee. Erst fertig mit Sommer. OP-Räume in den nächsten 15 Minuten. Grüß Markus von mir. Okay, ich grüße Markus, ja. Sehr schön. Und, Also wollt ihr dann heute schon los oder die nächsten Tage? Wir fahren jetzt gerade los. Ah, okay, alles klar. Power-Nap. Ja, dann wünsche ich euch ein paar schöne, erholsame Tage, Alice. Danke. Nee, Powernap. Nee, das für Gott mach ich nicht. Ja, spannend. Mit GTW4 Status 1. Jetzt sollte ich Dominik einfach mal fragen, ob ich so am Wochenende mal mitkommen kann. Check. Schau mal, Plan. Ja, Harriet? Guten Tag, Herr Eis. Hat's es endlich mal geklärt, ja? Mein Gott. Ja, ich hab's endlich mal geschafft. Ja, endlich mal. Ich sollte liebe Grüße von Allison sagen, es geht dir soweit gut. Wir sollen uns nicht wundern. Sie macht jetzt erstmal 2 bis 3 Tage Urlaub mit Duke. Okay, ja, das ist so. Ja, ich sollte dir einfach nur liebe Grüße sagen, weil du gestern auch mit da warst. Echt? Freut mich. Jo, das war schon. Gut geht. Oh, ja. Und herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. Ja. Alles gut. Ich sag mal herzlichen Glückwunsch dir auch. Oh mein Gott, wer hat sie gesagt? Dom. Ah, gut, das ist okay. Ist okay. Ich habe schon ein paar Leuten gesagt, sie sollen es nicht sagen und ich hätte auf John getippt, aber gut. Okay. Nee, alles gut. Ich behalte es auch für mich. Ja. Ich würde halt gerne entscheiden, wen ich sage, aber ich habe schon John gesagt, deswegen wird es nicht funktionieren. Von mir wird das keiner erfahren. Naja, alles gut. Von mir erfährt jemand nur peinlich. Ich wusste. Das ist aber nicht peinlich, das ist was Privates. Ja. Und wenn dann auch nur über Anspielung. Ja. Alles klar. Mach's gut, Markus. Viel Spaß noch bei der Planung. Ja, das ist nicht gerade einfach. Also die wird auch schön schweineteuer werden. Ja, hallo? Ja. Natürlich. Hast du dir gedacht? Ja. Ja, schreib in die Hochzeitseinladung rein, dass die Leute Geld schenken sollen. Nee, die sollen schenken, was sie wollen. Er versucht, was er will. Na dann, ich will dich nicht länger aufhalten. Ciao, ciao. Ja, Einladung kommt noch. Ja, alles gut. Ciao, ciao. Brauche ich dich dann noch, weil du gefühlt Alvin nicht kennst mit allen Accounts etc. pp. Oh, ja, ein paar. Ich kann wenig urteilen. Ist aber meistens auch nicht so schwierig, die zu finden, ehrlicherweise. Meistens musst du nur den Namen eingeben. Ja, okay, kriegen wir irgendwie hin. Klar. Fuck, ich muss noch mit Hawkins. Baby. Entspann dich. Was musst du? Ich muss im Baby, proben. Ich hab mir versprochen, in meinem Hochzeit singen wir zusammen Duett mit Justin Bieber, Baby. Ich muss auflegen. Ich kann nicht am 3. Ich hab grad festgestellt, ich kann nicht am 3. Over. Baby, oh, like baby. Oh Gott. Oh Gott, jetzt hab ich Ohrwurm. Muss mal. No. Muss ich nochmal ganz kurz. Ja, das ist Alien sowas. Ja. RTW 1, Status 1.
Check. Ja, was... Ja, einmal das und... Einmal. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, ja. RTW 5 hat das Kennzeichen 05. Check. Aber ich glaube... Das ist eine Qual, sowas. Damit der arme Kollege, der bei mir im Dauerfunk ist, sich nicht weiter beobachtet fühlen muss. Muss ja mal kurz die erstmal starten. Ich hoffe, dann ist es weg. So. Schupp. Werde ich gemoved? Werde ich nicht? Das ist schlecht. Ah doch. So, jetzt hoffen wir, dass das weg ist. Sonst muss ich neu starten. So bin ich wieder. Oh. Willkommen zurück. Gut. Hast du schon irgendwelche Vorerfahrungen gehabt? Nein, leider nicht. Komplett von null an. Okay. Du willst jetzt in die Sunny-Richtung? Rettungssanitäter? Ah, okay. Er ist meistens Verbindung. Also Fire Department, wenn hat die Leute abgezogen, die dafür die Zusatzausbildung haben. Und wandern raus, wenn irgendwas ist. In der Zwischenzeit machst du halt hier Medic-Kram. Okay. Ja, dann mal gucken. Nochmal Patienten heute auftauchen. Meistens ist es immer so freitags und samstags. Hölle los. In der Woche. Ja, kann aber passieren, dass man mal einen Tag echt wenig hat. Dass man vielleicht mal einen Patienten hat oder so einen Abend. Kommt immer drauf an. Ja, das sehe ich. Was hast du jetzt schon für Ausbildung bekommen? Hm. Okay. Medizintasche ist halt wichtig, immer, ne? Akte, hast du da schon mal reingeschaut? Okay. Die OP-Akten unterscheiden sich manchmal, meistens eigentlich von den Ausdienstakten. Ja, das heißt, wenn jetzt nachher zum Beispiel eine OP ist und du mir assistierst, ist es halt wichtig, dass du... RTW 4 für die Leitstelle kommen. Ja, du brauchst ja keine Platte machen, ne? Also ich habe auch hier angefangen mit 0 Vorwissen. Ne? Ich versuche auch immer zu erklären, wenn mir einer assistiert, was genau... RTW 4 für die Leitstelle kommen. RTW 4 hört. Was echt gut wäre, wenn du zwischendrin immer mal ein paar Notizen machst in dein Tablet. Einsatz für Sie, RTW 4. Bei 7029, es wurde einem Herr einmal in die Eier und dann in die Schulter getasert. Wie kommt ich dir dann auch mit der Akte? Weil kein Problem sein, bloß ich brauche dann irgendeinen, der die Notizen macht. Weil das gebe ich dann erstmal ab, da kann ich mich ein bisschen auf den Patienten konzentrieren. Na, also da. Check, RTW 4, Status. Wenn ich jetzt einen Namen sage zu den Medikationen, den aufschreibe, eine Menge eventuell, ne? Bei manchen sage ich einfach eine Portion oder eine halbe. Ne? Geht's auch. Bei Propofol bin ich ein bisschen genauer. Und Fentanyl. Ansonsten, ja, learning by doing. Also, wer bei mir mitläuft, ich versuche wenig Theorie, mehr Praxis. Also Praxis. Natürlich, dass die Ausbildung neben mir gemacht wird. Habt ihr alle zugehört? Ich habe so die besten Erfahrungen gemacht, dass da bis am meisten hängen bleibt, wiederholen und Praxis halt. Ne? Übrigens zum Thema Feuerwehr und hier Medic da sein. Guten Tag, oh, Harriet, mein Name. Ja. Bin Feuerwehrfrau und ich hänge hier so rum, weil nichts zu tun ist. Ja, du wolltest auch gar nicht mit mir reden. Ja, ich weiß, Entschuldigung, war ein bisschen in Gedanken. Ich weiß, ich hatte halt keinen Bock. Kann ich. Rede immer mit dir, Marc. Ja, außer gerade. Im Zweifel auch mit über Roller.
Entschuldigung. Der muss einfach hat man Rothaarige verbrannt. Wow. Das ist orange. Das ist rot. Na, das ist eher orange. Hat man Rothaarige verbrannt. Warte, die muss ich mal aufschreiben, ganz kurz. Oh mein Gott, der ist echt großartig. Was ist denn das, Alter? Oh mein Gott. Ach, Mark, du bist aber der Beste. Ich weiß. Süß, ich weiß. Ja, genau, also Fire Department macht sehr viel Spaß, also, wenn man was zu tun hat. Das ist meist ein bisschen schwierig. Am Anfang war es sehr, sehr schleppend. Mittlerweile werden wir relativ häufig dazugeholt. Das ist ganz gut. Aber wie Marc schon sagte, so unter der Woche ist so, puh. Ja. Ja. Zeit für Ausbildung, sagen wir es so. Na, ist doch super. Genau. Dann machst du halt, wie gesagt, mal Medic-Kram und wenn irgendwas ist, wirst du halt abgerufen und rennst halt los. Ziehst dich um und. Aber das macht ja dann alles FD da mit dir. Sobald hier Trainee-Zeit, glaube ich mal. Ja, erstmal Trainee durchmachen und dann. Genau, erstmal Trainee, dann ja musst du eine komplette Feuerwehrausbildung durchlaufen. Ja. Auch nochmal Trainee quasi. Protesten den ganzen Kram. Genau. Wird schon. Erstmal hier dieses Trainee erstmal durchziehen. Genau. Ah, da hast du auch erstmal genug zu tun. Machst du nicht so viel, ansonsten kriegst du zu viel Input, da kriegst du die Krise. Ja, das glaube ich. Na, lass dich auch nicht abschrecken. Wenn irgendwas ist oder so, du was nicht verstehst, immer fragen, 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 fragen. Ganz, ganz wichtig. Wenn irgendwas zu kompliziert ist, vor allem wenn du mit mir mitgehst, einfach Bescheid sagen. Ich versuch's echt runtergebrochen zu machen. Na? Alles klar. Hauptsache, dem Patienten geht's gut. Und ja. Beim Funken werde ich bestimmt ein bisschen brauchen, um richtig reinzukommen, aber es wird schon. Deswegen bin ich im Innendienst, weil ich mit den Punkten nicht zurechtkomme. Innendienst hast du nicht viel. Ja, das war die Hauptursache. Deswegen wollte ich damals kündigen. Oma hat aber dann eine Alternative angeboten. Das ist ja ein Ding. Ja. Nee, ich doch schön, wenn eine Alternative angeboten wurde. Ja. Kam halt mit dem Funk nicht zurecht im Außendienst, das waren zu viele Einflüsse in meinen Kopf. Keine Chance. Eric, kriegst du mit? Die Leitstelle ruft mich teilweise dreimal, weil ich es einfach nicht mitkriege. Ja, ja. Okay. Merk das. Das. Kurzen Gedanken. 13 oder 40? 30. 40, 13. Beim Central der Klamottenladen. Das ist exakt westlich vom Central. Ja. Hier ist somit verstanden, Status 1, Status 3. Check. Letzte Ende. Dauerfunk. LTB 4, Status 4. Check. Ach. 68, Dauer. Komm, stellen wir uns mal drüben hin. Mach du mal kurz, ich muss mal kurz gleich auf Toilette. Luna, du hast noch Dauerfunk. RTW 5, Status 1.
Der hat 5 RTWs. Was machen wir hier überhaupt? Check. Indienst will ich nicht machen. Ich bin komplett überfällig. Also überflüssig, so. Nicht fällig. RTW 1, Harriet möchte sich zu uns stellen. Wir machen noch Platz. Check. Ich bin halt komplett überflüssig. Hier sind 2000 Leute hier. Unentschlossen. Ich packe uns mal ein RTW aus. Ja, ich bin so wie zumindest schon mal ein. Hat noch jemand Dauerfunk, oder? Ja, ja, hatte wieder jemand Dauerfunk. Ja, ungefähr. Jo, okay. Ich geh mal. Kann einer von euch mir schon gleich nochmal sagen, wie ich zu Johns Büro komme? Ja. Das wurde mir einmal gezeigt. Ah. Treppe hoch. Ich prüfe sie. Alles gut. Ja. Sowieso aus diesem Kreis da raus, Mann. Ah. Bin gerade im Überlegen, einfach aus dem Dienst zu gehen, weil 50.000 Leute hier sind, wir 50 RTWs besetzen gerade und ich keinen Indienst machen möchte und deswegen eigentlich völlig überflüssig bin. Kannst du Carsten fahren und aussuchen, wie das Auto aussehen soll. Wow. Toll. Wenn man jetzt einen Freund hätte, der Zeit hat, wäre schön. Vielleicht musst du einen Nebenjob anfangen. Als Bürokraft. Don. Da drin, aber Amalia ist gerade noch drin. Ja, alles gut. Warten. Ja, danke. Status 6. Dann gehen wir halt lieber wieder in den Dienst, wenn keiner mehr da ist. Check. Wisst ihr? Das wird so ab 22 Uhr passieren. Machen wir jetzt nochmal eine Stunde was anderes. Und dann gehen wir wieder in den Dienst. Weil aktuell ist wirklich, es sind irgendwie, keine Ahnung, 30 Leute oder so da. Wheelbox sind ja auch noch. Also Leitstellenblatt ist voll. Macht halt keinen Sinn. Und es passiert halt nichts. Das war jetzt mal ein Notruf, den ich mitbekommen habe. Für RTW 4. Von 6. Ah. Beep. Da war es wieder. Der lösende Beep. Das ab jetzt ist es mir egal. Büb! Scheiße, warte mal, ihr seid gar keine Leitstelle, ne? Doch, doch. Tobias, du bist Leitstelle, ne? Ja. Ja, ich bin erstmal außer Dienst. Ihr könnt mich theoretisch über Draht holen, aber es sind so viele Leute da, es macht einfach keinen Sinn. Okay, du bist außer Dienst. Perfekt. Ja, komm später wieder. Ja, bis später. Ciao, ciao. Ciao. Oh. So, was machen wir jetzt? Schönen Feierabend. Danke. Ist das vielleicht Omars Auto? Würde ich Omar irgendwie drin sehen, ne? Er war gestern, glaube ich, nicht da, als er da stand. Hm. Weiß es nicht. Na guck mal, 2000 haben wir heute wieder gemacht. Ist doch toll. Aber den Ring wieder rein. Hi. Mein Gott, das ging ja schnell. Ja. Bist du schon bei Umlackieren? Gerade angekommen. Ich wollte gerade Claire eine Nachricht schreiben. Ach so, weil sich Sorgen macht. Hä, wieso? Ja, die sagte, ich soll ihr sagen, wenn ich da bin. Ach, ich verstehe. Kann ich mit vorbeikommen, weil hier sind 50 Leute einfach im Dienst und ich hab nichts zu tun. Ich bin jetzt außer Dienst gegangen. Ja, dann komm vorbei. Bei Tayanats? Ich bin, glaube ich, gleich fertig, ja. Achso, bist du fertig? Ja. Ja, wir können aber was anderes machen. Ich muss nur Claire eben Bescheid geben. Ja, ja, alles gut. Krieg ich Ärger. Jo, ciao, ciao. Okay, er weiß schon, was er... Ach, oh, zu Hause. Machen möchte. Einfach mein Fach. Na, Carsten? Ja, so, jetzt habe ich die SMS geschrieben, Pflicht erfüllt. Ja, alles gut. Was würdest du denn machen wollen? Keine Ahnung. Wird halt noch irgendwie eine Stunde oder anderthalb, bis halt die anderen alle außer Dienst gehen und ich dann wieder in den Dienst gehe quasi, irgendwie noch was machen wollen, weißt du? Ja, ja. Können wir auf jeden Fall machen. Super.
Ja. Ich glaube, heute ist nichts los, partymäßig, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, so Sonntag, Montag, Dienstag ist irgendwie nichts. Ja, wir können ja irgendwie, weiß ich nicht, was trinken gehen, was essen gehen, ins Fern oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, also Auto habe ich jetzt eine Vorlage rausgehauen, die machen das Auto einfach mit der Vorlage. Ah, verstehe, deswegen geht das so schnell. Okay, verstehe. Genau. Ich hab da recherchiert. Wie kommst du denn da jetzt weg? Von der öffentlichen Garage. Achso, gut, dein Ding ist wieder raus. Oder willst du mich abholen, dass ich mal mit dir auf den Roller fahren kann? Ja, ich hab leider meinen Roller oben stehen. Ah, okay. Ja, ich hab nur ein Fahrrad. War er endlich mal mit dir Roller gefahren? Das habe ich noch nie gemacht. Ja, nee, ist glaube ich auch keine gute Idee. Ach, also ich, also am, wann war das? Am Samstag oder so? Der Roller geht ganz schön ab. War seit dem Observatorium hinter dir und hab dich ins Handyshow eingeholt. Ja. Kannst du mal sehen. Du bist gefahren, also. Wahnsinn. Und ich hab noch nicht mal Vollgas gegeben. Ja. Naja. Na, mit dem Blister war das echt schwierig. Ja, magst du uns nochmal zurückkommen? Ich bin der Stier. Ja, ich komme jetzt zum MD. Ja, perfekt. Bis gleich. Ciao, Carsten. Bis gleich. Was habe ich für eine Blub-Nachricht gekommen? Ah, was bitte? Wann bist du denn mit dem Fall durch? Wenn jetzt also nachts um 4 sagst, dann bin ich da, glaube ich, nicht mehr da. Also rechne ich nicht vor 1 Uhr mit dir. So. Gestern was mit Connor gemacht, heute machen wir wieder was mit Carsten. Müssen wir das aufteilen. Können auch gleich wieder was mit Carsten und KP zusammen machen. Das atmet wieder aus. Wir halten aber kurz fest, dass ich mich jetzt rumfahren lasse, weil mein Roller nicht hier ist, ja? Wir lassen uns nicht von unserem Roller wegfahren, sondern der Roller ist nicht hier, deswegen lasse ich mich jetzt wieder mitnehmen. Ja, halten wir kurz fest. Das ist nicht dein Ernst, Max. Ist die Frage, hast du Harriet oder Harriette gesagt? Oder Harriet? Das ist ein Unterschied. Na, immerhin, Max. Immerhin. Geht das vielleicht sogar noch? Oder Henriette. Henriette, goldene Kette. Du, ja, ich will nur kurz klären. Ja, hab ich mir fast gedacht. Mein Gott. Ist jetzt aber. Jetzt ist es unangenehm. Er fährt 5 Meter mit dem Auto, muss Klärbescheid sagen. Eieieiei. Da ist ja Harriet nicht mal so schlimm und die hat einen Grund dafür. Das ist doch ein sehr schönes Kompliment, Max. Dankeschön. Du bist jetzt eine Kuh in unserem Stall. Hervorragend. Endlich ist es offiziell.
Ich hab das schon richtig verstanden, Max. Außerdem geht's ja nicht um mich. Geht um Harriet. Hallo, Speedy. Dankeschön. Harriet, die Kuh, wir brauchen Bilder. Ja. Dann hattet ihr vor einiger Zeit anscheinend einen fleißigen Bullen. Wow. Prisma. Also bitte. Eine Milchkuh. Beruhigt euch. Ah, hallo Markus. Ja. Hm? Der ist gerade bei John im Gespräch. Was? Vielleicht warte ich doch besser. Hi. Ich habe einen Mike ist überfordert, schon wieder, glaube ich, ohne... Oh Gott. Hi. Hast du wieder nach Kinder gefragt? Was, Kinder? Ich habe gerade realisiert, dass ich das nochmal tun muss. Fuck. Macht's doch jetzt. Bin gespannt. Ich gehe mich jetzt mal einstempeln. Ich glaube, da komme ich an die Medikamentenschränke ran für Beruhigungsmittel. Oh, wow. Ja. Kass? Oh, wow. Ja. 3.12. War das schon. Das ist ja der Plus 1. Oh mein Gott, hast du ihr den Brief gegeben? Ja, hat er. Erzähl. Es ist nicht aussichtslos, aber auch nichts Festes. Okay. Nennen wir es so. Oder? Das fasst es ganz gut zusammen, Carsten, oder? Ja, genau. Das fasst es ganz gut zusammen. Ja. Pack ich. Also ein vielleicht. Nein, das ist definitiv. Genau das habe ich. Genau das habe ich auch gesagt, deswegen habe ich gesagt, lieber den Brief. Und sie macht sich auch wirklich Sorgen um mich. Also ich war gerade bei Tyanuts und sollte auf jeden Fall eine SMS schreiben, bis, wenn ich wieder da unten angekommen bin. Richtig, Carsten darf jetzt keine 5 Meter mehr fahren, ohne dass Claire Bescheid weiß. Genau. Aber das ist auch für mich in Ordnung, die macht sich halt Sorgen und dann nehme ich die auch ernst und dann in der Stadt fahre ich jetzt auch nur noch 60 oder 70. Wenn man sich Sorgen von Leuten, die einem nahestehen, ernst nimmt, nicht wahr? Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich sag einfach mal ja. Ja, die Frage nach den Kindern noch nicht beantwortet hast, galt dieses Jahr jetzt den Kindern, oder? Nein. So macht man das doch, oder? Ja, das ist das Gute. Ohne mein Einverständnis passiert eh nichts. Ja, der das war wortwörtlich nichts. Ja, da hat er recht. Gut, Harriet, wir haben nicht so viel Zeit. Haben wir nicht? Nee. So? Ich muss ja noch jemand nach Hause fahren. Oh, wow. Wann denn? Ich habe gesagt, ich bin um 21.30 wieder hier. Ja, also ja, das lohnt sich ja gar nicht, oh Gott. Wir fahren nur kurz zum Kuschelfix. Da ist Harry und da ist Valerie. Wollt ihr mitkommen? Kannst du was essen? Wir wurden gerade so zugeschoben. Ja. Leonora hat ja gesagt. Ich hab's genau gehört. Nein, das war ein zustimmendes Ja zu. Wir sind total satt, weil wir... Gut, dann halt nicht. Ja, ihr werdet richtig schön versorgt an der Hochzeit. Ja, das ist super. Bei wem bestellt ihr denn? Bestellen? Hm? Wir feiern oben im Gambinos Weinyard. Teil 1. Ach du Heiliger. Ach du Schande. Ach du Heiliger. Hast du ein Lotto gewonnen? Ach du Heiliger. Nee. Ich sag ja, wir müssen definitiv wieder den Dienst langsam was ich... Ja, nee, nicht im Lotto gewonnen. Und Teil 2 wird dann, also Abriss wird dann der Playboy-Mansion sein.
Ach du Scheiße, okay. Ja, die kostet euch ja nichts. Doch, 10.000. Ja, ganz ehrlich, die würde normalerweise sehr viel mehr kosten, Markus, jetzt beruhige dich. Ja, ja, also wenn du im Vergleichweise mit kaufen meinst, dann ja. Da muss ich nicht nur meinen Körper verkaufen, da muss ich dein Madames Körper... Mein Körper bleibt bei mir. Ja, deswegen sagen wir, nee, die belassen wir schön bei deines Dienstimmobilien. Und ja, wir reden später nochmal, Carsten und ich müssen los, was essen. Genau, ich hatte nämlich riesen Hunger. Ja. Tut mir leid, ja. Ja. Bis später. Wir gehen mal die anderen überraschen. Bis später. Ciao. Ja, ich muss sie nach Hause fahren. Ich kann jetzt nicht... Nein, alles gut. Ich nur weil ja nicht, ich den Brief gegeben habe, so sagen, ach, jetzt muss ich mir, jetzt ist alles egal. Außerdem wird sie nach dem Gespräch mit John wahrscheinlich, oh, ich soll nicht so schnell fahren. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. Da muss ich mich echt dran gewöhnen, dass ich nicht so schnell fahre. Kriege ich Ärger. Wenn es so weitergeht mit diesen Frauen, die Einfluss auf Männer nehmen, damit die nicht so schnell fahren, dann wird in der Stadt bald kein Raser mehr unterwegs sein. Ja, das ist doch super. Also ich würde es begrüßen. Aber es ist echt schwer, gerade mit so einem Auto. Ist das echt schwer. Aber es geht. Wenn man will, dann geht das. Ja, ich habe noch das Problem, dass Dom nur 80 fährt, wenn ich drin sitze. Ja, ich fahre auch 80 jetzt, weil ich... Mahlzeit. Will ihr das nicht nochmal antun? Boah, gerade nicht viel. Tachchen! Tachchen! Hey! Hey, Harry! Dass ich dich mal außerhalb vom Yellow Jack sehe. Hast du dich mal öfter? Ja, ich bin öfters hier, weil gestern habe ich 3 Stunden Rockmusik gespielt in der Kneipe. Mega! War richtig voll da oben. Ja, glaube ich dir. Rockmusik ist auch gut. Schreit nach einer Wiederholung. Ja, was willst du essen, Harriet? Öfters mache ich das jetzt oben. Pizza-Baguettes? Nee, ich nehme 2 Hummus-Baguettes wieder. 2 Hummus-Baguettes? Da Marv hat extra Musik gemacht für mich. Auch Highway to Harry einen Song gemacht. Ja, der war richtig gut, der Song. Ja. Ja, sehr schön. Und was ist mit dem Carsten? Jetzt ein bisschen verletzt, hä? Bisschen, ne? Hat einen Autounfall. Wie ist denn passiert? Er schuld, oder was? Alle eingefahren. Irgendwie Reifen geplatzt oder so. Oh. Ja, Reifen geplatzt. Ihr redet über meinen Unfall. Der schöne Grün oder was? Ja, der Schlagen. Aber er ist schon wieder heile. Ich habe jetzt einen anderen Grün noch. Das ist klar. Gut, ne? Ja. Und sonst läuft im PMD, meine ich. Ja, im MD läuft's. Ja. Gut. Muss auf jeden Fall morgen wieder arbeiten. Ich habe zu viel Geld ausgegeben. Ja, wir haben eben, die Webseite von Yellow Jack wurde überarbeitet. Ne? Der Start hat ein paar Bilderchen mehr jetzt. Ein paar Banner, wir wollen ein bisschen Werbung machen auch für Juicy Jam und so und Bounce. Ja. Ja. Oh nein, jetzt wird hier im Stadtpark wieder geschossen, oder was? Yep. Ach Gott, ich raste aus. Ich gehe davon aus, die Sirenen bedeuten, dass da schon jemand auf dem Weg ist. Oder müssen wir das PD jetzt anrufen? Müssen wir jetzt das PD anrufen? Ich ruf mal an. Besser ist. Besser 2-mal gesagt als keinmal. Ja. Naja, da ist schon Blaulicht. Ja, Leitung ist eh belegt. Kann ich nicht anrufen. Oh, Schießerei, ja. Ach Gottchen. Ah, dass die Leute sich nicht einmal zusammenreißen können. Ja, vor allem kommt hier gleich wieder das MD vorbei und ich denke mir, den ganzen Tag passiert nichts. Ich gehe einmal außer Dienst und zack, Schießerei. Du weißt doch, wenn ich nicht am MD bin, warum du mit mir mitgekommen bist. Das weißt du doch. Wenn ich nicht am MD bin, dann drehen die Leute durch. Wird immer noch geschossen. Jetzt geht's aber richtig ab. Jetzt kommen die Pumpguns. Geil. Kannst du die anderen reinholen? Ich bin ja dafür, dass ich eine Pumpgun kriege. Sag mal, ist das SD da, weil da Pumpguns kommen? Oder was? Was für Freund? Ich glaube, das SD ist da. Oh Gott. Bisschen Blei hier. Hallo. Moin. Hi, Harry. Ja, herrlich. Ja. Leitung ist immer noch belegt. Anders aus. Was ist denn mit dem? Vielleicht sollten wir auch einen Hut tragen oder sowas. Ja, eben.
Ich überlege mir irgendwas. Tippt sie jetzt Mr. Crimes Nummer 911? Ja, steht auch schon drinne in der Liste. Nein. Oh Mann. Oh, Südseite Stadtpark ist das. Sonntags kann ich nicht und dann ist. Oh. Ja, also auf der anderen Seite. Oh mega. Na super. Die letzte Mal großartig. Oh ja, ich auch. Nee, letztes Mal war auch schon mal was da war. Also ich hab's danach im demnächst können wir auch zu viert fahren. Ich hab jetzt einen Viersitzer. Ja, super. Ja. Fleißig. Ja, du würdest am liebsten wieder zurück. Ne? Ja, nee, ich hab Ersthelfer-Syndrom. Carsten, eigentlich müssen wir jetzt helfen. Scheiße, Mann. Ja, PD ist noch, PD bevor ist die noch verbluten. Nicht vor Ort. Doch, da ist gerade ein Schreibwagen vorbeigefahren. Willst du mich verarschen? Ja, aber die Situation ist noch nicht geklärt. Hast du das? Hast du das? Also ich kann das nicht! Essen, so kann RTW ist auf Status 4, das heißt... Das macht mich fertig, sowas. Ich hasse sowas. Wenn man nicht im Dienst ist und man will trotzdem helfen. Ja, genau. Ich hasse das. Ja. Verstehe ich. Ah, ja. Und wo liegt da jemand? Oder ist das ein Motorrad? Nee, Motorrad. Mach mich nicht fertig, Valerie. Ehrlich. Ja, verstehe ich. Also deswegen, ja. Alles gut, die Dame? Nein! Ja, nee. Berufskrankheit, sagen wir so. Ja, Berufskrankheit trifft es ganz gut. Was natürlich gut ist. Wenigstens bist du mit Herz und Seele dabei. Ja. Valerie? Ja? Willst du quatschen? Nur Gewalt. Ja, ich muss noch. Wer dann? Valerie? Ja. Nur Gewalt. Warum im Norden gibt's sowas nicht? Gut! Der war gut, Harry. Der war gut. Du musst mal aufschreiben. Harry, ich drüber schreiben. Könntet ihr euch mal alle entspannen? Das wäre gerade echt mega, weil irgendwie kritisch. Was? Bei dir oder was? Oh. Aha. Total entspannt eigentlich hier. Hast du ein paar Stimmen gehört oder was in deinem Kopf? Du bist etwas, naja. Harry. Hier, der Mitch möchte mal rein, der Mitch möchte rein. So, du bist lass doch mal den armen Mann rein, der... Hinter dir? Ja, ja. Weißt du, ob der Song von dir auch noch wieder auf Bounce hochgeladen wird? Der ist da nur 1,5 Minuten lang, da wollte noch der Marv noch eine Strophe dranhängen. Ah, okay. Und dann wird er da noch ein bisschen verfeinert, ne, im Studio. Sehr gut. Ja, warum hast du Mitch reingelassen, hier draußen gelassen? Also ich denke zwar, dass ich hier warte, weil... Junge, hier sind die Kopf, da hinten stehen die Kopf. Oh, wie Fernsehen, erste Reihe hier, guck mal. Harry, ich sag immer, es wäre gratis Kino. Oh, geil, guck mal hier. Ey, mein Netzchen streiben da, jetzt könnte man gucken gehen. Oh Mann. Wir haben genug Personal. Wir haben ja jetzt genug Personal. Also es ist noch ein RTW auf Status 1, also von daher scheinen die Kollegen das unter Kontrolle zu haben. Ich geh einfach hier und esse mein Baguette. Geil. Also es sind 7 RTWs im Einsatz. Also verfügbar. Deswegen bin ich auch rausgegangen. Da sind irgendwie 40 Leute am MD oder so. Ja, und dann die. Und bis jetzt gab's nicht einen einzigen Notfall. Was will ich da? Stehe ich nur blöd rum. Und dann die Themen im Kreis. Da gehe ich lieber wieder in den Dienst, wenn keiner mehr da ist. Also ich bleibe heute. Ist mindestens 11:30 wach. Hm. Ich muss mein Auto noch abholen. Ah, okay. Okay, Bi hat schon gefordert, wir nachher was zusammen machen. Ja, dann können wir sonst wieder was zu dritt machen. Dann können wir ja was zu dritt machen, ja. Dann können wir mal wieder was zu dritt machen. Wir können ja zum Beispiel mal wieder in den Whirlpool oder so. Ist einer so dreist, der bricht das Auto auf von dem Kopf, Alter. Guck dir das mal an hier. Was ist das jetzt? Gibt's ja gar nicht. Oder? Na, Mädel. Ja, guck dir mal an hier. Wow.
Ich würde es ja lassen, ne? Nee. Was denn? Das Versuchen, das Auto hier aufzubrechen. Wieso? Also, weil man das voll gesehen hat. Ihr habt da hinten ungefähr 20 Zeugen, Leute. Ernsthaft. Ja, genau da. Aha, ja, ich hab's gesehen. Hinten? Ja, da hinten, genau. Das ganze Crucifix hat zugeguckt. Das ist ja doof. Das ist wirklich doof, oder? Das ist richtig kacke. Das ist jetzt echt ungünstig. Mann, ist das blöd. Mhm. Ja, dann lassen wir es doch einfach, ne? Ja, lasst es einfach. Bin ja, ich auch. Ja. Ich glaube, wir lassen es einfach. Ja, wenn du noch was brauchst, ne, der Kofferraum ist offen. Das ist jetzt euer Ernst? Ja, nicht? Das ist nicht euer Ernst. Was denn? Um Gottes Willen. Wir reden doch hier nur. Mhm, wir reden nur. Ich hab nur geguckt. Ah. Sicher. Wer bist du, wenn man fragen darf? Das berate ich euch jetzt bestimmt nicht. Nachher sagte doch ich was. Ganz hundertprozentig. Nee, überhaupt nicht. Ja, KP. Ja? Also ich verstehe jetzt das Problem nicht. Ja, wir fahren jetzt weiter, okay? Ja, KP, was denn? Schönen Abend noch. Ja, ciao. Was bin ich? Nein, ich bin gerade nicht arbeiten. Ich bin gerade tatsächlich nicht arbeiten, nein. Ja, ich weiß nur, die Stadt wieder brennt. Ja, genau, deswegen fragst du gerade. Ich stehe da tatsächlich aber nicht in Uniform. Und gerade wurde vor meinen Augen euer Officer, ihr Wagen wurde aufgebrochen, gerade vor meinen Augen. Dieser hier. Der Kofferraum ist, glaube ich, jetzt leer. Wisst ihr irgendwie von Verletzten irgendwas oder hier? Wir haben ja den Stadtpark abgeguckt, nichts da, die ganzen Verletzten sind da hinten. Dahin auf, genau, auf es hat auf jeden Fall auch nur da hinten geschossen. Hier hat nichts geschossen beim Stadtpark. Okay, alles klar, dann schauen wir mal schnell über. Danke euch. Ja, Officer, ihr Auto wurde aufgebrochen, das ganze Kuschelfix hat's gesehen. Ich war leider zu spät, da war der Kofferraum schon offen. Perfekt. Das waren die Herren und die Dame, die gerade hier mit diesem schwarz-roten, komischen Auto standen. Der ist ja bekannt, der Wagen. Ja, genau. Nummernschild haben Sie erkennen können? Nee, leider nicht. Schade. Ja, tut mir leid. Alles gut. Haben Sie sonst irgendwas gesehen? Nee, halt nur wie die... Gehört, vorher? Achso, das war, da stand ich im Crucifix, deswegen kann ich es nicht genau ordnen, aber halt in die Richtung tatsächlich, nicht direkt am Stadtpark. Mir hätte ja sein können, dass hier auch das vielleicht begonnen hätte. Nee, ich habe nichts gesehen. Nee, ich bin nur rausgerannt, als ich die Dame an ihrem Auto hab rummachen sehen. Mhm, okay. Genau. Ja, ist leer. Oh, schön. Ja, war ich leider zu spät, tut mir leid. Nee, alles gut, da haben sie keine Schuld dran, das sind eher die, die den aufgebrochen haben. Also, ich verstehe das nicht, wir sind hier im Einsatz und gucken nach verletzten Personen. Ja, ich verstehe es halt auch nicht, deswegen bin ich halt rausgerannt und hab denen gesagt, wir sollten es vielleicht lassen. Dann haben sie gesagt, ja, schon zu spät, und dann sind sie weggefahren. Perfekt. Mhm. Ja, tut mir leid. Danke für den Einsatz, gut. Ja, wir müssen weiter. Auch. Scheiße. Also jetzt aber ein bisschen gefährlich, über die Straße zu gehen, oder? Oh Gott. Was passiert ist? Nee, das Nummernschild habe ich tatsächlich nicht erkannt. Ach, stand nicht so nah dran. Es ist ja nicht so, als ob der Arsch auf mich zugefahren wäre die ganze Zeit, während sie dann gesagt haben, ich soll bitte ins Auto einsteigen. Nicht so wie gestern. Da ist der Arsch auf mich zugefahren, das Nummernschild quasi. Sancho, du bist wirklich... Oh, Sancho ist auch da, hey! Da muss man wirklich mal sagen, ey. Sancho wollte gerade Mitch begrüßen durch die Fensterscheibe. Und ist voll gegen die Fensterscheibe gesprungen. Er hat vergessen, dass eine Fensterscheibe dazwischen ist. Ja, dann müsstest du mit Dr. Chuck nochmal sprechen wegen alternativen Schmerzmittel, weil... Ich glaube, bei uns kriegst du halt relativ schwierig Schmerzmittel. Genau. Leichte Schmerzmittel. Ja, aber wie gesagt, dann gehst du mal ins Baker, die machen, vielleicht hilft ja Akupunktur oder sowas auch. Das machen, die machen auch traditionelle chinesische Medizin. Nee, Cannabis will er nicht. Aber vielleicht hilft dir eins von den alternativen Methoden. Du musst ja nicht immer die Chemie nicht reinstopfen, das geht ja auch auf die Leber und so. Ja, aber die macht dir deine Leber und Nieren kaputt, weißt du? Und den Magen, also... Herr Carsten, was bist denn du mit Schulmedizin? Jetzt beruhig dich. Naja, gibt ja auch andere Möglichkeiten. Guck mal da, guck mal da. Die ganzen Faulenzer sind hier, guck mal da. Nee, die funktionieren ja auch bei Schmerzen.
Sancho, was war das für eine Aktion? Ja, dann sieht dann den Fettfleck von. Ja, du musst dich ja nicht bis in die Ecke brauchen. Carsten, du musst langsam zurück, ne? Oder ist Claire jetzt unterwegs? Weil sonst solltest du langsam zurück, wenn du pünktlich sein willst. Das wäre eine Business-Besprechung. Ja. Mensch. Mal gerade gucken. Weil ich weiß, dass ich Unpünktlichkeit hasse, weißt du? Mhm. Warum? Sag's. Willst du noch hierbleiben? Nee, komm mit. Oh ja. Abend, Valerie. Ich hoffe auch. Also, meinem Gesicht ja, auf jeden Fall. Ich bin die Liebe vom Weiten.